Sorry, ich bin jetzt auch wieder voll emotional, aber viele Freunde, denen ich den Song zeige, heulen auch beim Hören, weil es einfach so, es ist irgendwie der Schmerz von uns allen und der ist voll wichtig. Hey Leute, mein Name ist Ebbo, ich bin hier bei Diffus und wir reden jetzt über mein Album und über alles, was ich gerade mache. Was hat dich damals nach Berlin gezogen? Mich hat damals nichts nach Berlin gezogen. Ich bin hier einfach gelandet. Ich hatte eine Wohnung in Berlin, also ein Zimmer in Berlin, eins in Wien. Ich bin die ganze Zeit hin und her gependelt und ich habe es geliebt. Und dann ist die Pandemie losgegangen. Und ich hatte hier aber total viele sweet friends und eine Beziehung und so weiter. Und dann war ich so, actually, ich glaube, ich bleibe jetzt einfach in Berlin. Aber es war jetzt nicht so eine Entscheidung von so, hey, jetzt will ich nach Berlin ziehen, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Wie würdest du deinen Deutschrap-Ansatz beschreiben? Ich glaube, mein Deutschrap-Ansatz ist einfach nur das, was ich wahrnehme und weil ich natürlich in so vielen verschiedenen Szenen unterwegs bin. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Capybara. Kennt ihr diese Tiere, die so mit allen chillen? Und so komme ich mir manchmal vor. Und ich glaube, dadurch sind meine Texte oder die Inhalte, die ich so delivere, auch unterschiedlich. Und natürlich auch politischere Texte, aber auch einfach Sachen, die, ja, würde ich sagen, poppiger sind und etc. Also mein kommendes Album ist ein komplettes, queeres Album einfach nur. Wie beeinflusst deine Identität deine Kunst? Ich glaube, all diese Faktoren, die meine Identität irgendwo ausmachen, ne, spielen eine große Rolle in meiner Musik. Weil ich bin nicht nur einfach da und mache Musik, sondern ich repräsentiere sehr viel. Sei es, dass ich Alevitin bin, dass ich Kurdin bin, dass ich lesbisch bin, dass ich dritte Generation hier bin. Ich repräsentiere so viele Dinge auf der Bühne und in meinen Musikvideos und in meinen Texten. Ne? Und das ist auch so eine Verantwortung, die ich gerne trage. Ich könnte jetzt nicht etwas machen, was komplett unpolitisch ist. Abgesehen davon, dass man immer sagt, alles ist politisch. Ich glaube, dass meine Musik dadurch auch viel so gelesen wird, dass sie explizit politisch oder vielleicht so Conscious Rap ist, wobei ich nicht sagen würde, dass es Conscious Rap ist. Was für ein Frauenbild möchtest du mit deiner Musik zeichnen? Das Frauenbild, das ich in meiner Kunst aufbaue, ist eins, was mir gefehlt hat, als ich aufgewachsen bin in der Musik. Etwas, was mir immer noch so ein bisschen fehlt, selbst obwohl wir jetzt viel mehr so queere Artists haben, die bekannt sind. Aber irgendwie eine Frau zu sein, die weder super femme ist, noch super mask ist. Ich bin so ein Zwischending und ich krieg das auch als Feedback, dass viele Leute mir auch sagen, ey, es ist so schön, dich zu sehen, irgendwie, dass sowas repräsentiert ist. Eine andere Art und Weise von Queerness, weil Queerness auch viel dadurch definiert ist oder auch being a migrant kid. Alle diese Dinge sind so krass schon medial definiert durch Artists, die sich auch selbst immer wieder in diese Schubladen reinstecken. Vielleicht auch ungewollt, vielleicht auch gewollt, weil man sich irgendwann in seiner Schublade auch so wohlfühlt. Und ich glaube, dass meine Schwierigkeit auch dadurch besteht, dass ich die ganze Zeit irgendwie ein Bild werde, was die Leute nicht zuordnen können. Wie kam der Titel FC Chaya zustande? Ist mir einfach so eingefallen. Es gibt, glaube ich, nicht so eine wirkliche Geschichte dazu. Aber ich fand es irgendwie geil, so eine männerbesetzte Domäne, so FC irgendwas, ne, zu nehmen und dann einfach Chaya dahinter zu packen und zu sagen so, we a gang, so. Und auch für mich ist es FC Chaya bedeutet für mich nicht nur, dass ich eine Chaya bin und diesem FC Chaya drin, sondern es ist auch ein bisschen für mich so Fanclub Chaya, so I support the Chayas. Was hat den Sound des neuen Albums inspiriert? Ich wollte eigentlich ein komplettes R&B-Album machen. Ich saß mit meinem Produzenten Wally P da. Wir haben viel Neptunes gehört, wir haben viel einfach Genuine, alles Mögliche. Wir haben so sehr viel R&B gehört. Ich war so, boy, let's do a R&B-Album. Und er war so, ja, ich fühle das gerade auch voll. Er hört auch voll viel R&B. Dann sind aber so zwischendurch einfach Songs entstanden wie Lesbisch, die dann eher so in so eine Indie-Richtung gehen. Oder Ebro Story, was auch irgendwie so eine ganz eigene Soundästhetik hat. Aber halt dann auch irgendwie so Sachen wie Big Simpin, was Shirin produziert hat. Was ich tatsächlich auch, das ist so ein West Coast Sound und ich war auch in L.A., als ich den geschrieben habe. Also man hat irgendwie so einen Plan, mit dem man ans Album rangeht und dann entstehen halt während des ganzen Prozesses Songs und man muss dann auch manchmal ein bisschen loslassen von der Idee, so was wollte ich machen, hinzu, was mache ich gerade, worauf habe ich Bock. Was hat dich zu der Entscheidung bewegt, so viel Persönliches von dir zu offenbaren? Ich glaube, wir müssen zurück zu dem Punkt, wo wir mit unseren Texten wirklich Dinge artikulieren, die Menschen vielleicht
wo sie sich schwer tun. Und ich glaube, das ist so die Aufgabe auch von Künstlerinnen, von Musikerinnen, dass wir checken, dass Musik was Spirituelles ist und was mit uns macht. Ich glaube, Ebro Story ist tatsächlich einer der wichtigsten Songs, die ich in meiner Karriere geschrieben habe. Ich habe gestern das Musikvideo zu Ebro Story gedreht. Ich habe den ganzen Morgen, haben wir einfach geheult. Die ganze Crew hatte Tränen in den Augen. Ich glaube, warum er mir auch so viel bedeutet ist, weil ich 10 Jahre gebraucht habe in meiner Karriere oder in meinem Leben, 34 Jahre gebraucht, um überhaupt diesen Song zu schreiben. Und der Punkt, der es mir ermöglicht hat, diesen Song zu schreiben, ist, dass ich mich bei meiner Tante geoutet habe und dann bei meinem Onkel, bei meiner Oma. Ich habe auf einmal so eine andere Sicht drauf gehabt, was für mich möglich ist. Ich weiß, Leute denken immer so, wenn man über queere Themen auch redet, so, ja, wir haben hier Pride, wir sind hier so free, etc. Aber es gibt so viele emotionale Ebenen und dieses Leben, was wir durchlaufen, bis zu dem Punkt, wo wir uns überhaupt selbst akzeptieren, bis zu dem Punkt, wo wir lernen, damit umzugehen, mit der Familie, also dass unsere Familie lernt, damit umzugehen, etc. Das ist nicht einfach nur Pride und Party, sondern es macht emotional extrem viel mit uns und deswegen ist dieser Song mir so wichtig, weil er so meine Outing-Story erzählt. Oh, sorry, ich bin jetzt auch wieder voll emotional, aber viele Freunde, denen ich den Song zeige, heulen auch beim Hören, weil es einfach so, es ist irgendwie der Schmerz von uns allen und der ist voll wichtig. Worauf freust du dich in den nächsten Monaten am meisten? Ich freue mich unglaublich auf die Tour. Ich kann es gar nicht glauben, dass so viele Leute auf die Tour kommen, dass wir in Berlin eine Zusatzshow machen, die auch schon fast ausverkauft ist. Das ist crazy. Es ist für mich so, ich bin unglaublich dankbar. Ich bin einfach nur dankbar. Und dann wieder neue Musik zu machen. Ich bin jetzt schon so, let's go.